Part Nummer 43 geht jetzt los. Ja. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Gold. Bei mir dem, dem Kegel-Let's Player. So sieht's nämlich aus. So, wir müssen jetzt einmal hier ein paar Schalter drücken. Hier steht Schalter 3. Er ist ausgeschaltet. Einschalten. Yep. Boots. Dann einmal zu Schalter 2. Genau das ist er. Er ist ausgeschaltet. Einschalten. Yep. Und jetzt haben wir noch natürlich sage und schreibe Schalter Nummer 1. Er ist auch ausgeschaltet. Schalten wir ihn ein? Ja, schalten ihn ein. Dankeschön. So, waren die Pokémon eigentlich jetzt wieder so aufgeladen? Ja, das ist schön. Das freut mir ja einen Keks. So, da wartet der nächste Spaten. Sie haben das Projekt abgebrochen, noch ehe sie fertig waren. Ich suche nach Überresten der Beute. Ja, schön. Da freue ich mich aber gerade. Dieb Franco. Ein Fukano. Mhm. Da müsste Geld eigentlich schaffen. Ne? Würde ich jetzt einfach mal so gedingsen und sagen und blablub, ne? Ja? Ach komm. Vulcano wird verletzt hier, der ist gleich tot. So, adios. Damit hätten wir das erste Pokémon hier schon mal in diesem Part besiegt. Und hier ist noch ein Smogon. Wer macht das? Justin. Weil ich das sage. So, meine Stimme, die hört sich gerade so ein bisschen kratzig an. Ich werde doch nicht krank, oder? Naja, Kopfschmerzen haben wir ja sowieso, aber ist ja egal. Interessiert ja sowieso keinen. Naja. So, komm, Justin, noch einmal hier mit Glut angreifen, dann haben wir das doch. So, sehr schön. Wunderbar. Das ist zu viel. Ja, gib mir ruhig die Kohle her. Finde ich toll. Das freut mir ja. So. Und nun? Wirf deine Goodies herüber. Was sind denn Goodies? Muss ich das kennen? Oder ist das irgendwie Gangstersprache? Die Paolo. Okay. Hat er die Pokémon von den Team Rocket Leuten geklaut oder wie? Ich find's gerade ein bisschen komisch, weil der setzt ja auch meistens nur Smogons und so weiter ein. Ist ein bisschen komisch, aber nur ein bisschen. Naja, hier kommt zweimal mit Fliegen angreifen und hat sich ausgefliegt hier. So. Guck mal hier, machen wir mal ein bisschen auf Fast Forward, dann geht das ein bisschen fixer und schneller und hast du nicht gesehen, ne? Auch hier mag man, das könnte eigentlich mal Freaky machen. Hält sich jetzt mal der Gate ein bisschen zurück. So, in der Zeit trinke ich mal einen Schluck. Ich hatte eigentlich zweimal nach unten gedrückt, aber... Nö, der wollte gerade nicht. Ist ja toll. Er hat Freaky eben mal einem Feuer-Pokémon den Kopf abgebissen. Ist auch schön. Das sieht man auch nicht alle Tage. Klick! Level 41! So, und jetzt... Ach, nochmal ein Smogon. Könnte jetzt mal Garo machen. Ne, weil der Garo, da brauche ich auch noch so ein bisschen gedingste Erfahrung, ne? Auch wenn er hier schon gut im Schuss ist, also trotzdem. Das muss sein und wenn es nicht halten muss, dann muss das trotzdem sein. Das hat sich irgendwie falsch angehört, aber egal. So ist das ja bei mir. Kennt man ja schon nie anders. Ja. So, wunderbar. Gnade! Ja, später. Später, wenn ich mal Zeit habe, ne? So, was haben wir hier? Ein Hyperheiler! Wo sind wir denn jetzt? Ach, da. Okay.
So, besiegen wir die olle Tusse hier vorne noch? Na? Hast du dich verirrt? Nö, irgendwie nicht. Nein? Das kann nicht sein. Es ist keine Angst in deinem Blick. Ich zeige dir etwas, das dir Angst macht. Schätzelein, versuch es. Da wirst du, glaube ich, keine Chance haben. Hat mich ja schon gewundert, dass ich bei Amnesia keine Angst hatte, aber das ist ja auch schon längere Zeit her. Naja, egal. Ein Düflor. Das ist, glaube ich, für Gate kein Problem. Hier einmal fliegen und, mal einmal hier auf Fast Forward, ne? So. Ach komm, noch ein Düflor. Ja, hier. Lass mal Gate drin. So. Danke. Das geht ja richtig fix hier. Und Level 27 für den Gate. Das geht gut. Wie konntest du? Ja, du hast die Pokémon eingesetzt. Ich habe angegriffen, ich habe gewonnen. Und? Willst du mir jetzt irgendwas sagen? Ich denke mal nicht. So. Sehr schön. Jetzt müssen wir, glaube ich, noch hier den vierten Schalter drücken, oder? Okay, ja. Er ist ausgeschaltet. Einschalten. Yep. So. Wo sind... Oh Gott, wo sind wir denn jetzt? Ach du Scheiße. Ach, da sind wir jetzt. Okay. Ist okay. Moment, müssen wir irgendwie eigentlich einen Trank einsetzen? Moment, mal eben gucken. Ja. Der Gate. Der hat Durst und wenn der Durst hat, dann muss der mal was saufen, ne? Komm, Gate, ich geb dir ein Bier aus. Ich weiß gar nicht, trinkt Gate eigentlich Bier? Ich habe keine Ahnung. Sollte ich ihn mal fragen? Weiter kommst du nicht. Das haben mir die anderen vorhin auch schon gesagt und ich hab's alle in Arsch gepömpelt. Ich habe niemals Mitleid mit meinen Gegnern. Auch nicht mit Kindern. Nur wenn du einen 26-Jährigen als Kind bezeichnen willst, bitte. Okay, in dem Spiel ist es jetzt ein Kind, aber ich lenke das Kind ja. Also von daher ist das Kind nicht, wie alt ist denn die Type, die ich da spiele? 10? 12? Mit meinen 26 Jahren noch oben drauf ist das schon, ach, kann ja fast schon in Rente gehen. Aber naja, egal. So, komm, ja, das machen wir auch mal mit Fast Forward, damit das hier mal ein bisschen schneller geht, ne? So, dankeschön. Und ein Golbat, ja, das kann jetzt eigentlich mal wieder der Muffy machen. Weil der Muffy ist ja hier so elektrotechnisch total veranlagt, ne? Und gegen ein Golbat ist das ja... Das ist kleine Fische für ihn. So. Besonders mit 10 Leveln Unterschied, das ist, ist kein Problem. So, und Muffy erreicht Level 35, das finde ich auch super. Das sollte immer mal so immer mal so schnell gehen. So. Verdammt. Und zugenäht. Ja. So sieht's aus. Oh, ein Item. Was haben wir da? Ein Top-Ether. Interessiert mich gar nicht. So. Na? Oder huik. Ach, egal. Ich kenne dich. Du hast mich in unserem Versteck richtig vermöbelt. Ja. Schätzlein, können wir da... Ach nee, nicht Schätzlein. Hier, Kumpel, können wir da machen, ne? Willst du nochmal eine Tracht Prügel? Dann komm her. Sah erst so aus, wenn es weiblich ist. Aber nee, ist ja männlich. Das ist... Nee. So, ja, komm einmal mit Schmackes. Nee, was? Fliegen wird blockiert? Willst du mich verarschen? Gut, Gate ist einmal besiegt worden. Da finde ich natürlich total scheiße. Dann macht das jetzt der Justin. Der Justin braucht ja auch noch ein bisschen EP und dann machen wir immer ein bisschen Feuer unterm Arsch und dann kriegt er die EP. Haha! Sehr schön. Das finde ich natürlich super. Und ein Smogmog. Ja, können wir Justin eigentlich nochmal eben drin lassen. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie er gegen einen Smogmog ankommt, aber Level 23. Das dürfte eigentlich. Ja, gut, das war das Finale. Das war natürlich scheiße. So ist das also. Ja, so ist das. Sind zwei Pokémon besiegt. Ich habe jetzt, glaube ich, auch nicht den Schaufler dabei, oder? Einmal kurz gucken. Ne, das kann ich hier nicht benutzen. Habe ich vielleicht ein Fluchtseil dabei?
Das weiß ich jetzt gar nicht. Scheiße, ich habe keins dabei. Sorry Leute, wir müssen nochmal eben zurück. Weil mit zwei besiegten Pokémon komme ich jetzt hier erstmal nicht weiter. Das tut mir jetzt wirklich leid, aber ich kann es leider nicht ändern. Ah komm, das können wir eigentlich... was ist nun? Müssen wir mal eben gucken, komme ich jetzt so zurück? Ah ja, das ist gut. So, wir kommen einmal so per Fast Forward nach vorne. Der Weg ist Gott sei Dank nicht ganz so weit. Ich war jetzt erst der Meinung, ich müsste nochmal kurz durch den Radioturm laufen. Aber das hat sich ja Gott sei Dank nicht herausgestellt. Und deshalb können wir jetzt ganz schnell zum Pokémon Center laufen. Und das machen wir jetzt hier mal so ganz schnell auf Fast Forward. Dankeschön. So. Damit hätten wir das erstmal. Und dann geht es jetzt, glaube ich, erstmal in den finalen Bereich des Radioturms, beziehungsweise im Untergrund. So gedings, technisch. So, im übertragenen Sinne. Weil, huch, ich glaube, viel haben wir jetzt hier unten nicht mehr, was wir machen müssen. Vielleicht, aber jetzt muss ich die Schalter nochmal aktivieren, oder? Yep, muss ich. Dann machen wir das nochmal eben, ist doch kein Problem, wir sind ja flexibel. Das Einzige, was mich nur gerade bei mir stört, ich habe derbe Kopfschmerzen. Naja. Hatte ich ja Sonntag auch schon, beziehungsweise Montag. So wahrscheinlich noch ein bisschen die Nachwirkung vom Wochenende, beziehungsweise vom Sonntag. Aber was mir da passiert ist, möchte ich jetzt nicht so gerne sagen. Das muss nicht sein. Jedenfalls war es sehr heftig, was da passiert ist und ich habe so gesagt, man kann sagen, ich habe einen schönen Schlag auf den Kopf gekriegt, beziehungsweise so an die Seite. Das war nicht ganz so schön. Aber naja. Wie bist du so weit gekommen? Ich bin gelaufen. Ich denke, es gibt keine andere Lösung, um dich loszuwerden. Ja, mach mal, ich trinke einen Schluck. Zwei Pokémon, ist ja toll. Ein Smogon. Mhm. So, scheiße, Dose Cola auch schon wieder leer. Mann, Mann, Mann. Ich glaube, wir müssen mir morgen nochmal Nachschub holen. Oh nein, ich bin ja morgen an der Quelle. Ich darf morgen wieder arbeiten. Also von daher. Und schon wieder Finale, ist ja unglaublich. Nicht alles bitte. Oh, fick dich doch. Herrgott, ich will jetzt nicht jedes Mal zum scheiß Pokémon Center laufen. Alter. Danke. So. Er wurde mich los. Ja, tolles Deutsch. Er wurde mich los. Moment, wir müssen jetzt gegen den Spaten auch noch kämpfen. Die Nummer 5. Geht durch die Tür und betretet den Raum, in dem sich der echte Manager des Radioturms befindet. Geht durch den Türöffner, damit er beschlossen ist. Okay. Alles klar. Wie? Was? Du willst mich retten? Danke! Bitte. Kostet 9,80 Euro. Der Radioturm! Was geschieht dort? Von Team Rocket besetzt? Hier, nimm diesen Türöffner. Ja, schön. Damit kannst du den Rollladen im Etage 2 öffnen. Ich flehe dich an, uns zu helfen. Niemand weiß, was sie vorhaben. Transmitter erlangen. Sie können sogar mit einem Spezialsignal alle Pokémon kontrollieren. Bitte hilf mir, du bist meine letzte Rettung. Bitte rette den Radioturm und alle Pokémon in diesem Land. Ja, ja, ja. Ist ja gut. Bin ja schon auf dem Weg. Nun mal keinen Stress hier. So, wo geht eigentlich die Treppe hin? Ach ja, kriegen wir ein Münzamulett. Das ist ja gut. Muss ich mal gucken, was das Ding kann. So,
So, jetzt ist bloß die Frage, komme ich jetzt hier unten noch irgendwie raus? Ach, Tatsache. Nur da hinten komme ich jetzt nicht rum. Nö. Gut, wo sind wir denn jetzt? Ach, jetzt, ach genau, wir sind ja jetzt hier im Dings hier. Im gedingsten Dingens. Ach, da unten wäre sogar noch ein Hyperball gewesen. Kommen wir da noch eben dran? Ich lasse das doch mal ganz kurz drin. Kommen wir da ran? Ey, cool, wir kommen da sogar ran. Haha! Hyperball for me! Danke! So. So, Leute, ich glaube, ich werde dann noch gleich mal wieder einen Schnitt machen. Den Rest des Radioturms für... Ja. Hallo! Ich möchte gerne jetzt abgeschossen. Dankeschön. Sehr freundlich. Verdammte Kiste. Ja, den Rest des Radioturms werden wir dann im nächsten Part fertig machen. Und dann haben wir das dann Gott sei Dank erledigt. Gut, mir bleibt nur eins zu sagen. Ich verabschiede mich auf meine allbekannte Art und sage tschö mit Ö. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!